Wir wollen heute mit euch darüber reden, wie das ist, wenn ein Partner in der Beziehung eine Behinderung hat, wenn er im Rollstuhl sitzt, was gibt es für Vorurteile, was funktioniert nicht und all das gleich hier im Video. Hi, wir sind Lukas und Anouk. Und wir sind seit 3,5 Jahren in einer Beziehung. Wir haben uns ganz romantisch in der Physiotherapie kennengelernt. Dann fand ich halt einfach irgendwie am coolsten, dass wir uns das 5., 6. Mal irgendwo getroffen haben. Und ich habe gesagt, Lukas, du hast mir doch nicht die Frage aller Fragen gestellt. Und nee, Lukas, du was? Und ich so, nee, du hast immer noch nicht gefragt, warum ich im Rollstuhl sitze. Und Lukas hat mich sehr, sehr irritiert angeguckt und sagte dann, ja, aber es interessiert mich doch auch nicht. Also es spielt doch keine Rolle. Und ich war noch nie so sprachlos. Ich wusste überhaupt nicht, was ich darauf sagen soll. Ich so, wie, das spielt keine Rolle. Da hast du gesagt, naja, ich interessiere mich ja für dich als Person und nicht für deine Behinderung. Und wenn du möchtest, dann kannst du mir das erzählen, aber du musst es auch nicht. Gefällt mir ganz gut. Erstmal prinzipiell, als ich neu im Rollstuhl saß, war so die Aussage, selbst von meiner Oma, dass ich ja jetzt froh sein könnte, wenn ich überhaupt noch jemanden abkriege. Das hat sie wortwörtlich so zu mir gesagt. Und auch viele andere haben gedacht, dass ich jetzt halt entweder so einen komischen abkriege oder gar keinen. Das finde ich so ein bisschen krass, dass man das dann so übernimmt, wenn andere Leute einem das irgendwie immer wieder vorsagen. Die Leute sind eigentlich immer so ein bisschen ungläubig. Meistens gehen sie davon aus, dass ich irgendwie ihr Pfleger bin. Wenn andere Menschen mitbekommen, dass wir in der Beziehung sind oder wir im Gespräch auch irgendwie erzählen, dass wir heiraten oder so, ist es immer das blanke Entsetzen irgendwie. Ja, oder auch so eine gespielte Freude. Wenn wir auf einer Party zusammen sind und ich dann gefragt werde, ja, hast du einen Freund? Und ich sage ja und dann, ja, ist der auch Rollstuhlfahrer? Und dann sage ich nein. Wow, ist ja voll krass. Also die meisten Leute gehen eigentlich davon aus, dass wenn du schon einen Freund hast, dass er mindestens im Rollstuhl sitzen muss. Ja, definitiv, weil ich meine, normaler wird sich ja nicht mit mir abgeben. Und da du ja offensichtlich nicht im Rollstuhl sitzt, musst du ja einen Fetisch haben. Oder ein enorm ausgeprägtes Helfersyndrom. Ja, genau, das ist auch noch sowas. Nicht, weil meine anderen Qualitäten zählen. Qualitäten? Jetzt, wo wir uns ja doch überraschenderweise gefunden haben, ist es halt jetzt so, dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich wahrscheinlich schwanger bin. Weil sonst würde man natürlich nicht heiraten. Wenn sie dann fragen, ob du schwanger bist, ja, ist gleich, das geht oder wie kann das sein oder darf das sein? Das Kind kommt ja mit Rollstuhl auf die Welt. Sowieso. Ja. Ja. Natürlich kann ich Kinder kriegen und ich kenne auch querschnittgelähmte Frauen, die auf natürlichem Wege mit einer spontanen Geburt ein Kind geboren haben. Aber ich nehme relativ viele Medikamente. Das muss alles vorher abgeklärt werden und so. Und es bedarf einfach ein bisschen mehr Planung. Wenn ich sage, dass ich Kinder haben möchte, sind die Reaktionen auch wieder total unterschiedlich. So von, ja, das ist total toll, dass du Kinder haben möchtest, aber auch, ich könnte dem Kind ja keine richtige Mutter sein. Standardbeispiel ist immer, wenn das Kind im Sandkasten fällt, wie soll ich hinterherrennen? Wie soll ich das Kind aufheben? Oder das Kind würde auf jeden Fall später mal gemobbt, wenn es in der Schule ist, weil wer möchte schon eine behinderte Mutter haben? Jetzt kommt das geile Thema. Eigentlich ist ja prinzipiell irgendwie der erste Gedanke, dass ich offensichtlich keinen Sex haben kann. Warum, weiß ich nicht. Und ich habe definitiv immer irgendwie den passiven Part. Ich liege halt irgendwie so reglos irgendwie rum und lasse das über mich ergehen. Ich wüsste dann nicht genau, was denn jetzt mit meinem Unterleib sein sollte, dass das irgendwie nicht mehr geht. Dann kommt natürlich oft diese Frage, ja, aber ich meine, du spürst ja deine Beine nicht. Dann spürst du da ja auch nichts. Können wir wieder liegen. Richtig. Also erstens ist es ja so, Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin ist nicht gleich Rollstuhlfahrerin. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Man kann ja wegen einer Muskelerkrankung im Rollstuhl sitzen, dann spürt man zum Beispiel noch alles. Oder man hat halt eben einen Querschnitt. Und dann muss man eh nochmal differenzieren. Querschnitt ist nicht gleich Querschnitt. Es gibt Leute, die spüren gar nichts mehr. Es gibt Leute, die spüren noch alles. Es gibt Leute, die spüren noch ein bisschen was. Und Wahrnehmung hat natürlich auch irgendwie was mit allen Sinnen zu tun. Also wenn der Lukas mir jetzt seine Hand hier auf den Oberschenkel legt, dann ist es nicht nur so, dass ich die Hand ja durch diese taktile Wahrnehmung spüre, sondern ich sehe das ja auch. Ich höre das, je nachdem, was getan wird. Man riecht was, man schmeckt was. Und das ist ja eigentlich Sex haben. Das heißt, ich bin dabei mit allen Sinnen. Und so gesehen ist es nie so, dass jemand gar nichts mehr mitkriegt. Es ist auch kackegal, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Auch bei den Männern geht da immer noch was. Die kriegen eigentlich fast alle noch einen hoch, wenn euch das jetzt beruhigt, Frauenwelt. Man darf sich da nicht so verrückt machen. Also
wenn du eine neue Partnerin oder einen neuen Partner hast, dann ist das doch auch so ein Miteinander wachsen und miteinander gemeinsam erleben und einfach irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen haben, denken, es klappt schon. Nicht denken, oh Scheiße, das hat jetzt nicht geklappt und sich dann darin verrennen, sondern sagen, hey, irgendwie war es doch jetzt ganz lustig, komm, wir probieren was anderes. Und keine Pornos nachspielen, das funktioniert nicht. Ihr habt noch Fragen, Anregungen, Sachen, die euch nicht so ganz klar sind, dann schreibt die hier unten bei uns in die Kommentare. Wir sammeln das Ganze und vielleicht machen wir da die nächste Folge draus.